gleich in den TV Berlin Nachrichten. Bus- und Bahnfahren wird im nächsten Jahr teurer. Verkehrssenatorin Günther möchte strengere Regeln für E-Roller. Und das Wetter? Morgen wird es in Berlin bis zu 5 Grad warm. Dabei bleibt es leicht bewölkt und es kann sich auch mal die Sonne zeigen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Montag, den 31. Dezember 2019. Die Ticketpreise für den öffentlichen Personennahverkehr werden im neuen Jahr um 3,3% ansteigen. Vor allem die Tagestickets für den Tarifbereich AB sollen teurer werden. Hier soll der Preis von 7 auf 8,60 Euro ansteigen. Auch Einzelfahrausweise sollen teurer werden. Vielfahrer können jedoch aufatmen. Die Abopreise für die Umweltkarte im Berliner Stadtgebiet sollen unverändert bleiben. Die Preiserhöhung wurde bereits im September vom Aufsichtsrat des Verkehrsverbunds Berlin-Brandenburg beschlossen. Der VBB rechtfertigt die Preisaufschläge mit steigenden Betriebskosten. Diese sollen nun an den Kunden weitergegeben werden. Die letzte Erhöhung der Fahrkartenpreise fand im Jahr 2017 statt. Der Germanwings-Streik hält die Berliner Flughäfen weiter in Atem. Heute, am zweiten Tag des Streiks, wurden am Flughafen Tegel rund 10 Flüge gestrichen. Insgesamt fielen in Berlin bereits über 70 Starts und Landungen aus. Die Kabinengewerkschaft UFO fordert von der Lufthansa unter anderem finanzielle Zulagen und bessere Arbeitsbedingungen für die rund 22.000 Kabinenmitarbeiter. Alle Schlichtungsversuche zwischen den beiden Parteien verliefen bisher erfolglos. Die UFO plant noch bis zum Neujahr bundesweit Flughäfen zu bestreiken. Auch eine Verlängerung des Streiks wurde bei der Kabinengewerkschaft bereits diskutiert. In dem Konflikt hat es bereits im Sommer einen Warnstreik bei 4 Lufthansa-Töchtern gegeben. Auch der Mutterkonzern Lufthansa war in der Vergangenheit bereits von einem 2-tägigen Streik betroffen. Berlins Verkehrssenatorin Regine Günther will in Zukunft stärker regeln, wo E-Tretroller abgestellt werden dürfen. Das massenhafte Abstellen auf Fußgängerwegen sei kein Zukunftsmodell, sagte die Grünen-Politikerin. Eine Lösung wären laut der Senatorin eigene Abstellflächen. Derzeit werde geprüft, wie dies von den Bezirken sinnvoll umgesetzt werden könne. In der Vergangenheit wurden bereits strengere Regeln für die Nutzung der beliebten E-Roller verabschiedet. Mit durchschnittlich 11,7 Grad war Berlin deutschlandweit das wärmste Bundesland im Jahr 2019, dicht gefolgt von Brandenburg mit 11,1 Grad. Der langjährige Temperaturmittelwert betrug bisher immer nur knapp 9 Grad. Wie die Wetterexperten des Deutschen Wetterdienstes mitteilten, bescherte der Sommer der Hauptstadt mehr als 1.900 Sonnenstunden und damit auch viel zu wenig Regen. Laut dem DWD war der Sommer 2019 damit der drittwärmste in Deutschland seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Die Zahl der Einbrüche und Taschendiebstähle ist auch im Jahr 2019 wieder leicht zurückgegangen. Laut Polizeipräsidentin Barbara Slowik habe sich die Strategie bewährt, den Druck auf die kriminellen Banden zu erhöhen. Einer der Schwerpunkte wäre dabei der vermehrte, sichtbare Einsatz von Streifenpolizisten und Zivilbeamten gewesen. Trotz der positiven Entwicklung sei die Präventionsarbeit jedoch nicht zu vernachlässigen. Vor allem Informationsveranstaltungen zur Sicherung von Wohnungen und Häusern hätten sich in der Vergangenheit bereits als nützlich erwiesen. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. In der Silvesternacht verdecken nur einzelne Wolken den Himmel und es bleibt trocken. Allerdings müssen sich alle, die vor der Tür das neue Jahr begrüßen, warm anziehen, denn die Temperaturen sinken auf 1 Grad. Das neue Jahr startet vielversprechend. Bis auf ein paar Wolken am Vormittag ist es sonnig und das Quecksilber steigt auf 5 Grad. Und der Ausblick? Auch am Donnerstag erwartet uns ein richtig schöner Tag. Bis zu 7 Stunden lang wird die Sonne scheinen. Am Freitag zieht sich der Himmel dann komplett zu und im Laufe des Tages wird es immer wieder regnen. Am Samstag sieht es dann wieder mit einem leicht bewölkten Himmel und viel Sonne wesentlich besser aus. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen kühlen 2 und 6 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Das Team von TV Berlin wünscht Ihnen einen schönen Abend und einen guten Rutsch ins neue Jahr.